weiter. 165 zuschauende, fragende Gäste haben wir heute hier. Es haben sich über 500 bei der Rheinzeitung beworben, um heute hier mit dabei sein zu dürfen. Wir haben keine Ahnung, welche Fragen jetzt gleich kommen. Zu dem Herrn mit dem weinroten Hemd. Hallo, Herr Bundeskanzler. Mein Name ist Klaus Dietrich. Ich komme aus einem kleinen Städtchen in Rheinland-Pfalz, Meisenheim. Ja, Jutta Mannebach, mein Name. Ich komme aus Koblenz. So, vielen Dank. Guten Abend, Herr Bundeskanzler. Mein Name ist Paul Freit. Ich komme aus Urmitz, einmal direkt auf der anderen Rheinseite. Ich würde gerne noch einen jungen Mann zu Wort kommen lassen in dem karierten Hemd. Ja, hallo, mein Name ist Tino Dähler. Ich komme aus Kaisersesch. Mein Name ist Kim Theisen, ich bin aus Koblenz und mich würde interessieren. Und Respekt zur Arbeit heißt zuallererst Anerkennung, Augenhöhe, dass niemand denkt, er sei was Besseres wegen seines Lebensweges, sondern dass wir wissen, dass wir nur gemeinsam ein Land sind, das die Aufgaben der Zukunft bewältigen kann. Und deshalb wünsche ich mir einen Mentalitätswandel, ein Gesinn.